Nichts weniger als eine brandneue Sendung kündigt Eckhard von Hirschhausen vollmundig zu Beginn an. Und das stimmt in dem senderübergreifenden TV-Allerlei in Wiederholungsschleife hoffnungsvoll. Hat sich die ARD da tatsächlich mal wieder etwas Neues einfallen lassen? In Was kann der Mensch geht es um verborgene Talente und herausragende Leistungen des Homo sapiens. Und spätestens nach 5 Schauminuten ist klar, dass Hirschhausens neues Format nichts weiter ist als Hirschhausens Quiz des Menschen unter neuer Flagge. Ambitionierte Programmführung sieht anders aus. Wie üblich bei derlei Showformaten spielen auch hier Promis um Geld für den guten Zweck. Tagesschau, Tatort, Tanzjuror, Judith Rakers und Dietmar Bär treten an gegen Simone Tomalla und Jorge González. Beim Erraten von Sportarten alleine am Geräusch schanzt Hirschhausen dann dem Team Tomalla-González ziemlich unverfroren diverse Punkte zu. Vielleicht auch nur, um die Spannung wenigstens künstlich hochzuhalten. Wir sehen uns vor Gericht wieder, scherzt Dietmar Bär. Der Mensch kann nicht immer gut verlieren.